Herr Dürr, jetzt müssen Sie, Fraktionschef der Liberalen, kurz erklären, das war eine Pistole auf der Brust des Bundeskanzlers, weil Sie diese Umfrage fürchten, die Sie unter den FDP-Mitgliedern machen. Und nee, aber die ist ja eigentlich nicht bindend. Die Umfrage, das kann man jetzt schon mal sagen, die ist mit knapper Mehrheit für einen Erhalt in der Ampelkoalition ausgeblieben. Also die FDP-Wähler, die trauen sich auch nicht, die FDP-Mitglieder trauen sich auch nicht, diese Koalition zu beenden, weil sie genau wissen, dass ihre Partei dann wahrscheinlich aus dem Bundestag fliegen würde. Da stehen Sie nein. drüber. Also nein. Es geht doch darum, einen vernünftigen Haushalt aufzustellen und sich ans Grundgesetz zu halten. Das Verfassungsgericht hat noch mal deutlich gemacht, wie die Schuldenbremse umzusetzen ist. Ja. Und wir haben keine besonderen. Die Schuldenbremse ist ein antidemokratischer Anschlag auf unsere Verfassung. 2009 haben den Merkel und ihr SPD-Koalitionspartner in die Verfassung reingeschrieben, um in Zukunft eine vernünftige Sozialpolitik, eine antizyklische Wirtschaftspolitik zu verhindern. 2009 hat Merkel das Modell des Lohndumpings, des Leistungsbilanzüberschüsse erzielens und des Schuldenmachens auf andere EU-Länder abzusetzen. Das hat Merkel 2009 mit der Schuldenbremse quasi ins Grundgesetz geschrieben. Und so eine Schuldenbremse, so eine Regel, das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt, die hat in einer Verfassung nichts verloren. In so einer Verfassung gehören Regeln, wie unsere Demokratie gestaltet sein soll, welche Grundrechte für jeden gelten sollen. Aber da gehören keine konkreten Haushaltsregeln fürs Parlament rein. Es ist ein antidemokratischer Anschlag auf unsere Verfassung. Ein neoliberales Ideologieprojekt, auf das bestimmte Thinktanks, wie beispielsweise die Mont Pelerin Society oder die Initiative Soziale Marktwirtschaft, Neue Soziale Marktwirtschaft, schon seit Jahrzehnten darauf hinarbeiten. Andere Notlage für das Haushaltsjahr 2024 gesehen. Und deswegen ist es auch richtig, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben ja bei Corona-Zeiten gesehen, dass da Geld für alles Mögliche da war. Damit hören wir auf. Und ich will hinzufügen, Frau Illner, was mich wirklich freut, auch Teil dessen, was vereinbart worden ist, dass wir trotzdem die steuerlichen Entlastungen, nicht bei der Einkommensteuer, also für die arbeitende Mitte im kommenden Jahr. Über diese steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer, da profitieren höhere Einkommen logischerweise mehr als niedrigere Einkommen, weil die Einkommensteuer eine progressive Steuer ist. Von den Steuererhöhungen bei Gas, Fernwärme, in der Gastronomie, da leiden vor allem die ärmeren und die mittleren Einkommen drunter. Also die Steuern für die Armen und die Mitte werden erhöht, die Steuern für die Reichen werden etwas gesenkt. Also auch nicht sonderlich stark. Bei der Einkommenssteuer, das ist vor allem eine Inflationsanpassung des Steuerfreibetrags. Viel mehr ist das auch nicht. Bekommen. Mhm. Das ist immerhin für eine Durchschnittsfamilie, zwei Mutter und Väter, die arbeiten und zwei Kinder, über 500 Euro im Jahr Entlastung. Hier, wir haben Belastung bei der CO2-Bepreisung, das stimmt. Das ist der Pfad, ja, der wird wieder aufgenommen, was die Große Koalition schon beschlossen hatte. Ja. Das sind Belastungen, aber wenn man netto drunter zieht, dann wird eine Familie der Mitte in Deutschland richtigerweise entlastet. Also das ist eine Lüge. Also das ist einfach eine Lüge. Das ist... wie gesagt, Steuererhöhung bei Gas, bei Fernwärme, bei in der Gastronomie, dazu noch Erhöhung der Lkw-Maut. Also insgesamt werden kleine und mittlere Einkommen nicht entlastet. Ganz die arbeiten, schon die wieder die mehr inhaltliche haben. Kurve bekommen. Hätte der Bundesfinanzminister diese Regierung springen lassen, um den Preis auf gar keinen Fall die Schuldenbremse noch mal auszusetzen? Nein, Christian Lindner hat ja frühzeitig gesagt, dass er nicht sieht, dass man die Schuldenbremse noch mal aussetzen könnte und dass es dafür weder eine verfassungsrechtliche noch eine politische Begründung gibt. Dann die Grünen und die Sozialdemokratie ein bisschen anders? Es ist kein Geheimnis, das kann man, glaube ich, offen sagen, dass es zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag eine unterschiedliche Haltung zur Schuldenbremse gibt. Die FDP ist da klar aufgestellt. Ja. Ich an Herrn Braun denke, hat sich ja 2021 schon sehr kritisch zur Schuldenbremse geäußert. Viele CDU-Ministerpräsidenten, wir haben da eine klare Haltung. Und einen Satz noch. Die Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck, sondern sie schützt zukünftige Generationen vor Belastungen. Und das ist mir wichtig. Und deswegen geht es darum, auch Steuererhöhungen in Zukunft zu verhindern. Jetzt die Bürger dafür ist natürlich eine der wichtigen Fragen dieser Sendung. Ricarda Lang ist gleich dran. Und wir zitieren vorher noch mal ein Wort des Kanzlers. Eine Woche nach der Urteilsverkündung wandte sich der Kanzler im Deutschen Bundestag an seine Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts. Sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt kommen neue Belastungen auf die Bürger zu. Im Grunde hat sich die Ampel geeinigt darauf, dass in allererster Linie die Bürger diese 17 Milliarden zahlen und ein Teil der Industrie diese 17 Milliarden zahlen. Frau Lang, hat der Bundeskanzler sein Wort gebrochen.
Nein, das war natürlich ein etwas großes Wort zu sagen. Es gibt gar keine Änderung im Alltag. Aber wenn man sich anschauen muss, was konkret passiert, wenn wir zum Beispiel den CO2-Preis anschauen, gehen wir zurück auf den Pfad, der bereits von der Großen Koalition vorgesehen war. Damals war unter völlig neuen Bedingungen. Ohne Entlastung. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren massive Entlastung auf den Weg gebracht. Herr Dürr hat gerade welche angesprochen, wenn es um die Einkommensteuer geht. Ja. Durch die Abschaffung der EEG-Umlage zahlen wir 85% von dem, was über den CO2-Preis reinkommt, zurück an die Menschen und an die Bürger. Und es gibt zum Beispiel mit der Senkung der Stromsteuer auch Entlastungen für die Unternehmen im Land. Und gleichzeitig haben wir in den letzten Wochen massive Angriffe auf den Sozialstaat erlebt, auf die Kindergrundsicherung, auf das Bürgergeld. Mhm. Und die konnten abgewandt werden. Wir stehen von der FDP? Ich spreche vor allem von Friedrich Merz, der mir gesagt hat, weg damit. Die Kindergrundsicherung ist ja im Grunde genommen ein bisschen mehr, sehr viel mehr Bürokratie und dann vielleicht ein paar Euro mehr pro Kind. Also das ist eine Luftnummer. Das ist viel zu wenig Geld, was da reingesteckt wird. Also hätte man genauso gut lassen können. Das ändert fast nichts. Damit weg, damit, das würden wir alles sofort abschaffen. Und das konnten wir verhindern. Wir stehen zum Bürgergeld, wir stehen vor allem auch zur Kindergrundsicherung, die unverändert kommen. Das Bürgergeld ist auf den Euro genau so hoch wie Hartz IV. Also die Behauptung, mit Bürgergeld würde irgendwie entlastet werden, das stimmt so nicht. Obwohl die Zuverdienstregeln und die Menge an Vermögen, die man behalten darf, sind etwas großzügiger, aber das war es auch schon. Also ansonsten ist das Bürgergeld nur umbenanntes Hartz IV. Und selbst das will man ja jetzt wieder verschärfen.